Letzte Minute der Nachspielzeit. Kimmich läuft nochmal an aus der eigenen Hälfte. Kamka hat auf die Uhr geschaut, aber die lässt er noch laufen. Das ist diesmal Compair. Ist ganz rechts draußen, bringt ihn mit seinem schwächeren Bein in die Mitte. Martin, ja, in der Luft mit beiden Fäusten. Bringt ihn erstmal raus. Kalmar kriegt den. 35 Meter. Er darf jetzt nicht nach hinten abdrehen. Dann ist Schluss. Er muss jetzt irgendwie diese Offensivaktion erzwingen. Heber kommt in den 16er. Compair in der Mitte. Hält ihn gegen. Oh, aber es gibt nochmal Eckball. Gibt nochmal den Eckball. So, jetzt, und jetzt muss Coltorti. Doch Coltorti rein. Jetzt kommt Coltorti. Nicht. Oder er will nicht er? So richtig. Komm, Junge. Vorn mit rein. Wir brauchen da alles. Ja, er denkt sich wahrscheinlich, lassen Sie mal den einen Punkt zur Not mitnehmen. Ah, was gibt's jetzt nochmal? Gibt doch nochmal. Ah, es gab noch einen Wechsel. Okay, ich hatte vorhin falsch gezählt. Sorry, also doch nochmal ein Wechsel auf Darmstädter Seite. Und 6:4 das Eckenverhältnis. Und das wird mit Sicherheit die letzte Aktion. Genau, damit legt sich eins fest mit diesem Wechsel. Das ist auf jeden Fall die letzte Aktion. Wenn dieser Ball geklärt wird von Darmstadt, wird es den Pfiff geben. Also Tor oder Klärung. 1-1 oder 2-1. Jetzt kommt Coltorti rein. Ja. Jetzt ist er vorne mit drin und sorgt natürlich da auch für Verwirrung. Und er macht sich direkt auf den Weg in Richtung Martinha und wird da für Wirbel sorgen. Ecke kommt, Kopfball da. Marina ist schon. Coltorti! 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 Ist das Bier zu Ende? 93. Spielminute! 2-1 für unsere Rotbullen! Da wirst du doch bekloppt! Betreuerteam auf dem Feld, weil Coltorti auf einmal frei ist. Da hat der Mari den Kopfball am Elfmeterpunkt, kann den nicht so richtig drücken und keiner hat Coltorti auf der Uhr. Und er steht da am Fünfmeterpunkt, nimmt den Ball mit links an und kann den mit rechts ganz, ganz locker mit der Innenseite über die Linie drücken. Da wirst du noch bekloppt. Kein Abseits, Strohenge hebt's auf. Kein Abseits. Und das Spiel angepfiffen und zu Ende. Ja, oder? Nee, geht nochmal los. Ist noch gar nicht wieder angepfiffen. Nee, aber auf jeden Fall rast da jetzt erstmal alles richtig. Jetzt schlägt einer den Ball auf die Tribüne. Das Schluss! Schluss aus! Das Spiel ist zu Ende. Das Spiel ist gewonnen. 2-1 gegen den SV Darmstadt. Und den Siegtreffer. Hört nochmal hin. Macht unsere Nummer 1. Fabio Coltorti. Ist das Wahnsinn. Also, ihr wahrscheinlich steht auch gerade irgendwo auf der Couch, auf dem Tisch oder auf dem Schrank. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall diese Stimmung gerade, das ist bestialisch, das haut so rein. Wie kannst du denn in der 93. Minute noch dieses Spiel drehen? Dann will der Coltorti gefühlt gar nicht vorn rein, wird geschoben fast von Kimmich und macht am Ende das Tor. Die Stimmung wirklich gerade am Überkochen, die ganze Mannschaft vor dem eigenen Tor. Vom B-Block, also Wahnsinn. Also da gehen alle mit rein, auch Pressesprecher, alle hängen da mit drin in dieser Traube vorm Tor. Wahnsinn, natürlich, ey, was für Emotionen. Ja, ich glaube, jeder einzelne Fan würde sich jetzt mit in die Traube hängen. Ich inbegriffen, aber wir müssen ja noch 10 Minuten berichten, bevor wir runter dürfen. Ihr merkt schon, das ist meine Wahnsinn. Stimme ist dahin. Aber was für ein Spiel, also was für ein Spiel.